Freunde, was geht? Heute mal wieder ein neuer Business Guide. Und zwar geht es heute, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, um das Geld verdienen mit dem Bunker in GTA Online 2023 als Solospieler. Jawohl, Freunde, der Bunker nach wie vor ein Unternehmen, was ich wirklich sehr schätze. Eines der geilsten Passivunternehmen nach wie vor und tatsächlich auch mit Neuheiten, die ich noch nicht auf diesem Channel hier besprochen hatte. Der letzte Bunker Guide ist schon weit über ein Jahr her und seitdem gab es echt ein paar wichtige Änderungen. Und genau deswegen sollten wir uns das ganze Bunker-Business nochmal im Detail anschauen. Was sich das Ganze kostet, wie man es betreibt, wie viel Geld man solo damit verdienen kann und ob es sich dann letztendlich überhaupt lohnt. Wir gehen auf jeden Fall rein, Freunde, und ja, versucht bitte das Ding hier zu ignorieren. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Meine Haut denkt irgendwie immer noch, ich bin in der Pubertät. Sei es drum, jetzt wird die Facecam ja auch wieder ein bisschen kleiner und dann passt es auf, Freunde. Let's go mit dem Video rein. Ja, so ist schon deutlich besser. Dann sieht man das Ganze hier nicht mehr so groß. Zuerst mal ist es natürlich wichtig, dass ihr VIP, CEO oder MC-Präsident seid, um dieses Unternehmen betreiben zu können. Das ist aber auch kein Stress. Sobald ihr $50.000 im Spiel habt, könnt ihr euch als VIP im Interaktionsmenü anmelden. Früher oder später wollen die meisten von euch ja sowieso CEO oder MC-Präsident werden. Dafür braucht man dann logischerweise entweder ein CEO-Büro oder ein Clubhaus. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch keins davon habt, das günstigste Büro, das Macebank West Büro, für $1 Million zu holen bei Dynasty 8 Executive oder das billigste Clubhaus auf Macebank Foreclosures für $200.000. Viele von euch werden die Dinger sogar kostenlos haben, weil ihr das Criminal Enterprises Paket habt und dann ist das auch in dem Fall genau das, was ihr nehmen solltet. Damit seid ihr auf jeden Fall super gerüstet und dann könnt ihr auch entweder als CEO oder MC-Präsident das Bunker-Business betreiben. Wer noch mehr Infos zu den Motorradclubs braucht, gerne dazu meinen passenden Guide auschecken. Den werde ich auch hoffentlich in naher Zukunft auf den aktuellen Stand bringen. Und was das CEO-Büro betrifft, habe ich natürlich auch noch zwei Guides, nämlich einmal den frisch überarbeiteten Fahrzeughandel-Guide und bald kommt dann auch noch eine aktualisierte Version von meinem CEO-Kisten-Business-Guide. Der Großteil von den älteren Guides ist eigentlich immer noch aktuell, nur nicht zu 100%, weil es immer ein paar Änderungen gab oder ein paar Sachen, die neu reingekommen sind, aber das Grundprinzip funktioniert auf jeden Fall so. Wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, die ganzen Business-Guides auf den aktuellen Stand zu bringen, dann passt das auch. Immer gerne gucken, ob ein aktueller Guide zum passenden Business für euch gerade online ist. Sollte eigentlich meistens der Fall sein. Jetzt aber genug Kanal- und Videowerbung. Wir gehen rein in den Bunkerkauf. Nämlich waren das jetzt gerade eben ja nur die Grundvoraussetzungen und wir brauchen natürlich für das Bunker-Business auch noch was? Richtig, einen Bunker. Dafür müsst ihr erneut auf die Webseite von Macebank Foreclosures gehen und hier ist meine ganz klare Empfehlung. Kauft euch den Bunker in Chumash für $1.650.000. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der einfach der beste meiner Meinung nach. Und zunächst braucht ihr auch eigentlich keine Verbesserungen auf Macebank Foreclosures euch zu kaufen. Bestellt einfach den Bunker so, wie er ist. Die einzige Option, die möglicherweise noch hilfreich ist, wäre der Wohnbereich für $265.000. Den könnt ihr euch auf jeden Fall holen, wenn ihr das Geld dazu habt, denn dann könnt ihr euren Spawnpunkt auch auf den Bunker setzen. Das spart oft sehr viel Zeit mittlerweile. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, aber auf die Zahlen an sich vom Unternehmen wirkt es sich nicht aus. Und das Ganze kann man sich ja immer auch noch nachträglich holen, also macht euch da keinen Stress. Ganz wichtig, holt euch auf jeden Fall nicht den Bunker oben in Palito Bay, Freunde. Es gibt auch noch andere gute Optionen als den Chumash Bunker. Meine Empfehlung ist, wie gesagt, der Chumash Bunker, aber auf jeden Fall nicht den in Palito Bay oben holen. Den haben viele von euch wahrscheinlich auch gratis wegen dem Criminal Enterprise Paket. Wenn ihr wirklich komplett broke seid, dann könnt ihr das damit mal probieren, aber eigentlich solltet ihr in diesen Bunker keinen Cent mehr investieren. Ich hatte den auch ein, zwei Jahre lang. Bitte vertraut mir da, das macht wirklich keinen Spaß, keinen Sinn und rechnet sich auch einfach nicht. Einer der Hauptpunkte ist auf jeden Fall, weil die Verkaufsmissionen unten in Los Santos stattfinden werden und dieser Weg, der einen zwischen da oben und da unten trennt, der ist einfach viel zu krass. Der Zeitaufwand, der bockt einfach nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, selbst wenn ihr den oben gratis habt, die 1,6 Millionen zu investieren in den Chumash Bunker. Wenn ihr das wirklich ernst nehmen wollt mit dem Bunkerunternehmen und langfristig betreiben wollt, ansonsten könnt ihr es natürlich auch lassen. Und um euch bei dieser Entscheidung natürlich zu helfen, ob ihr das betreiben wollt oder nicht, gibt es diesen Guide hier. Also gerne dranbleiben, Freunde, die 100% Watchtime wäre sowas von hilfreich für diesen dreckigen Schmutzkanal. Was soll ich sagen, Freunde, irgendwie zahlt sich dieses schmutzige Kinderzimmer hier ja auch nicht von allein. Kuss für den Support, Leute. Easy Stretcher, danke für den Raid. Beste Grüße an deine Community. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter rein in den Bunker. Kauft euch das Ding auf jeden Fall und sobald ihr dann in den Bunker drinnen seid, fahrt da erstmal hin logischerweise, werdet ihr unten rechts am Bildschirmrand ein paar Balken sehen. Diese Balken zeigen euch den aktuellen Stand der Vorräte, der Forschung und der produzierten Ware sowie auch deren Wert an. Im Bunker gibt es natürlich auch einen Arbeitsplatz, wo ihr euch hinbegeben könnt und da solltet ihr auch als allererstes mal hingehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil das schon so lange her ist bei mir. Ich meine, es gibt natürlich, wenn ihr frisch euch einen Bunker kauft, auch eine Einrichtungsmission. Die müsst ihr natürlich erledigen, aber wir gehen jetzt mal vom Normalfall aus. Wenn euer Hauptziel mit diesem Bunker das Geld verdienen ist, was ja eigentlich logischerweise unser Ziel sein sollte, ist es ganz wichtig, dass ihr als allererstes bei der Personalverwaltung am Laptop die Mitarbeiter voll auf Produktion einstellt. Das sorgt dafür, dass eben alle eure Angestellten für die Produktion arbeiten. Es gibt natürlich auch noch den Bereich Forschung, da kann man coole Sachen freischalten, Sachen für Fahrzeuge, Sachen für Waffen etc. pp. Aber das ist ja aktuell nicht unser Fokus. Das kann man später immer noch machen, das ist ein Thema, mit dem kann man sich beschäftigen. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht Teil dieses Money Guides hier. Und ich denke, beide Bereiche gleichzeitig laufen zu lassen, ist einfach unnötig. Deswegen alles auf die Produktion, damit wird am meisten Geld verdient. Logischerweise wird dann auch im weiteren Verlauf, solange das so eingestellt ist, dieser Forschungsbalken bei euch nicht steigen. Stattdessen aber wird eben dieser Balken des Warenbestandes umso schneller steigen, weil ihr eben alle Ressourcen darauf ansetzt. Das ist ja das Richtige. Und das bedeutet mehr Cash, zumindest wenn ihr diese Ware dann auch verkauft, logischerweise. Und darum soll es jetzt kurz gehen. Wann ist denn der beste Zeitpunkt, Ware zu verkaufen? Für Solo-Spieler ist die Antwort eigentlich recht klar. Meiner Meinung nach, wenn der Warenbestand maximal zu ein Viertel gefüllt ist. Denn dann spawnt auf jeden Fall nur ein Verkaufsfahrzeug, was eben einfach das Praktischste und das Solo-freundlichste ist. Wenn mehr Ware im Lager ist als ein Viertel, dann erscheinen mehrere Fahrzeuge. In diesem Fall ist es dann eigentlich ratsam, das Ganze mit Freunden zu erledigen. Bei zwei Viertel sind zwei Autos
Autos, bei 3/4 bis zu 3 Autos, bei 4/4 bis zu 4 Autos. Wir können auch Glück haben, dass bei einem vollen Warenbalken nur ein Fahrzeug spawnt. Das ist aber bei den meisten Verkaufsmissionen, die es so gibt, nicht der Fall. Deswegen finde ich, sollte man das einfach nicht riskieren. Das bockt dann einfach nicht so. Ihr könnt natürlich trotzdem als Solospieler sozusagen auch einen vollen Bunker verkaufen. Zum Beispiel auf jeden Fall, wenn diese Mission kommt, wo nur ein Fahrzeug spawnt. Und auch die anderen Missionen sind auf jeden Fall teilweise machbar, wenn der Bunker ganz voll ist. Dazu habe ich bereits einen separaten Guide mal hochgeladen, den ihr euch gerne anschauen könnt. Das Video ist zwar sehr alt, aber dennoch immer noch aktuell. Das heißt, bei Interesse gerne auf die Infobox klicken. Es ist dennoch am besten, als Solospieler zu verkaufen, sodass nur ein Fahrzeug erscheint. Denn größere Verkaufsmissionen bedeuten natürlich auch ein erhöhtes Risiko. Und wenn das nicht zwingend notwendig ist, dann können wir das auch gerne vermeiden, finde ich. Ich empfehle ja bei so gut wie allen Unternehmen eigentlich und auch beim Bunker jetzt, verkauft auf jeden Fall in Invite-Only-Lobbys. Ihr könnt natürlich dennoch, wenn ihr mal Bock habt, in den öffentlichen Lobbys mal versuchen, dort den Bonus von bis zu 50% mitzunehmen. Das kann schon richtig schmecken, aber das muss jeder selber wissen, ob er das Risiko eingehen will. Ich bin da nicht so der Fan von. Das Schöne ist halt beim Bunker, dass es keinen Unterschied macht, ob ihr jetzt einmal einen kompletten Bunker verkauft oder viermal ein Viertel des Bunkers. Das ist zum Beispiel nicht so wie bei den Spezialfrachtkisten, wo der Wert jeder einzelnen Kiste steigt, je mehr man auf einmal verkauft. Insofern ist es noch ein Grund dafür, einfach das Risiko ein bisschen aufzusplitten. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, der Verkauf eurer produzierten Ware. Wählt auf jeden Fall ganz wichtig immer die Fernverkaufsoption nach Los Santos, denn dort gibt es nochmal 50% obendrauf. Das Coole ist, dass der Chumash-Bunker echt wirklich nah unten an Los Santos liegt und deswegen halten sich die Fahrzeiten da bei den Verkaufsmissionen auch wirklich in Grenzen. Das ist echt gut. Ein wichtiger Punkt, den man beim Verkauf der Ware auch noch beachten muss, sind auf jeden Fall die Verbesserungen im Bunker. Die könnt ihr ausrüsten am Laptop, wenn ihr den Bunker euch schon gekauft habt, und die sind tatsächlich sehr essentiell und entscheidend dafür, wie viel Cash ihr letztendlich verdienen könnt und vor allem auch, wie effizient ihr das ganze Geschäft hier passiv betreiben könnt. Also da, meine Freunde, sehr gut drauf achten, bitte. Aufgepasst! Meine Eltern haben mir das Kayo-T-Shirt von Easy Stretcher geschenkt. Seitdem wurde ich schon 5-mal befördert und verdiene nun 250.000 Euro pro Woche steuerfrei. Du willst wissen, wie das geht? Komm auf easystretchermachtdichreich.de. Jawohl, Leute, was soll ich sagen? Schaut da gerne vorbei. easystretcher.shop, Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn ich euch eh schon nerv mit meinem Rumgelaber und dieser Eigenwerbung, dann hier auch wie immer der Hinweis, Freunde, zu meinen Streaming-Zeiten. Die sind in der Regel nämlich sonntags 20 Uhr und mittwochs um 19 Uhr. Deswegen auf jeden Fall schon mal ein Follow auf Twitch da lassen. Ich weiß, in letzter Zeit verschieben sich gerade die Mittwochabend-Streams tatsächlich öfters auch mal auf den Donnerstag. Und genau um das nicht zu verpassen, gerne auch auf Instagram reinfolgen. Da gebe ich das Ganze auch immer bekannt, falls sich mal was ändern sollte. Und falls ihr trotzdem mal einen Stream verpassen solltet, ist das natürlich gar kein Problem. Auf meinem Zweitkanal Stretchbed gibt es regelmäßig Stream-Highlights und Clips. Also schaut auch da gerne vorbei, wenn ihr mal irgendwie Bock habt. Und falls ihr Mitspieler für GTA Online zum Beispiel sucht, dann joint gerne unserem Discord. Da findet ihr bestimmt den einen oder anderen Dog, der euch helfen kann in GTA Online. Alle Links zu den eben genannten Dingen natürlich unten zu finden in der Videobeschreibung, wie immer. Jetzt geht's natürlich weiter mit dem Video. Also wichtig, die Verbesserungen im Bunker. Da gibt es einmal das Ausrüstungsupgrade für $1.155.000, das Personalupgrade für fast $600.000 und schließlich auch noch das Sicherheitsupgrade für $351.000. Was die Effizienz des Bunkers und euren Gewinn betrifft, haben nur das Ausrüstungsupgrade und das Personalupgrade einen Einfluss. Das Sicherheitsupdate dient nur zum Schutz vor Razzien, also kann das zwar nützlich sein, aber es ist tatsächlich nicht so mega relevant, weil wenn ihr es so macht wie ich, eigentlich kaum Razzien kommen und dann könnt ihr euch das Geld auch sparen. Und falls ihr das Ganze dann doch irgendwann mal wollt, immer noch im Nachhinein natürlich euch holen. Jetzt aber zu den zwei anderen Upgrades, die ja wie bereits gesagt essentiell sind, damit der Bunker auch effizient arbeiten kann. Um mal kurz zu verdeutlichen, wie sich diese Upgrades auf die Produktion auswirken. Ohne Upgrades produziert euer Bunker Ware im Wert von $45.000 pro Stunde. Wenn ihr jetzt nur das Personalupgrade habt, dann produziert der Bunker etwa $63.500 pro Stunde an Warenwert. Mit nur dem Ausrüstungsupgrade produziert der Bunker ebenfalls etwa $63.500 an Warenwert. Wenn ihr beide Upgrades aber habt, dann produziert der Bunker $90.000 an Warenwert und abzüglich der laufenden Kosten für die Immobilien und Upgrades wären es dann etwa $79.000 pro Stunde. Meine Empfehlung also auf jeden Fall, holt euch auf jeden Fall beide Upgrades. Das ist natürlich Pflicht. Langfristig braucht ihr die beide. Wenn ihr aber nicht sofort das Geld für beide habt, beginnt auf jeden Fall mit dem Personalupgrade und holt euch dann erst das Ausrüstungsupgrade, denn der Effekt von beiden ist ja relativ ähnlich, aber das Personalupgrade ist einfach deutlich günstiger. Deswegen würde ich euch die Reihenfolge vorschlagen, aber wie gesagt, das Beste ist, sich beides direkt zu holen. Warum das auf jeden Fall essentiell ist, erfahrt ihr gleich noch. Kosten werden euch beide Upgrades zusammen leider über 1,7 Millionen. Das Geld ist trotzdem auf jeden Fall gut investiert, weil nur so das Ganze richtig gut funktioniert, aber es ist auf jeden Fall natürlich eine große Summe an Geld, die man nochmal reinstecken muss. Das ist aber einfach so, da kommt man nicht drum herum. Wie man das Geschäft jetzt überhaupt hier richtig betreibt und das Ganze am besten angeht, ist natürlich logisch möglichst passiv. Wir brauchen natürlich für dieses ganze Business auch Vorräte und das Beste ist natürlich, diese Vorräte dann einzukaufen, statt die stressig zu beschaffen, wenn man das passiv machen will. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich wie ihr die Vorräte am besten bekommt. Wie ich gerade schon angeschnitten habe, habt ihr beim Bunker die Option, Vorräte zu stehlen oder sie zu kaufen. Kaufen würde euch $75.000 kosten, um euer Vorratslager einmal komplett aufzufüllen. Durch den Kauf füllt ihr, wie gesagt, den Vorratsbalken einmal komplett auf. Wenn ihr euch aber für das Stehlen von Vorräten entscheidet, müsst ihr in der Regel eine kleine, aber oft lästige Beschaffungsmission ausführen. Und damit füllt ihr, wenn ihr das Ganze alleine macht, dann nur ein Fünftel des Vorratsbalkens auf. Also ihr müsstet 5 Vorratsbeschaffungsmissionen machen, um praktisch das gleiche zu bewirken wie $75.000 an Vorräten. Solange ihr noch nicht beide Upgrades, also nicht das Ausrüstungs- und das Personalupgrade habt, wäre es auf jeden Fall ratsam, trotzdem Vorräte zu stehlen. Oder am besten, meine Empfehlung, bis ihr genug Geld für beide Verbesserungen habt, macht irgendwas anderes, was euch Geld einbringt, um euch das direkt leisten zu können. Denn das wichtigste Thema beim Bunker ist, wenn ihr nicht beide Verbesserungen habt und euch aber Vorräte kauft für $75.000,
Dollar werdet ihr Verluste erleiden. Ja, ihr könnt das Ding nicht profitabel passiv betreiben, wenn ihr nicht diese Upgrades habt. Genau aus diesem Grund sind diese Verbesserungen eben so entscheidend, weil sonst kann man es eigentlich gleich lassen. Sobald ihr die Verbesserungen auch dann habt, empfehle ich euch auch logischerweise, kauft immer Vorräte für 75.000 Dollar. Das dauert dann etwa 5 bis 10 Minuten, bis die beim Bunker eintreffen. Und ab dem Zeitpunkt wird eure Ware dann, ohne dass ihr was dafür machen müsst, produziert. Ihr müsst das Ganze logischerweise nur am Ende dann verkaufen und in der Zwischenzeit könnt ihr Dinge tun, wie zum Beispiel den Kayo Pedico Heist, um einfach aktiv noch Geld dazu zu verdienen und dann könnt ihr wieder zurückkehren und das Ganze fertig machen. Übrigens natürlich zum Kayo Pedico Heist habe ich natürlich auch schon einen Money Guide für 2023 hochgeladen. Also wenn es euch interessiert, schaut gerne vorbei. Es gibt aber mittlerweile auch noch eine weitere Möglichkeit, um mit dem Bunker Geld zu verdienen. Diese könnte man theoretisch auch in der Zwischenzeit machen. Um genau zu sein, kann man die alle 48 Minuten sogar machen, also einmal pro GTA-Tag, nämlich überschüssige Waffenteile an einen Ammunition Store liefern. In eurem Bunkereingang steht mittlerweile, wie ihr seht, ein Truck, in den ihr einsteigen könnt und dann müsst ihr den zu einem vorgegebenen Ammunition-Laden fahren. Dafür gibt es ja beim allerersten Mal 150.000 Dollar und ab dem zweiten Mal immer 50.000 Dollar. Eigentlich eine sehr gute, chillige Methode, um zwischendurch mal Cash zu machen, weil meistens geht das echt in 5 Minuten. Das geht einfach und es geht schnell und eigentlich auch, wie gesagt, einfach zu erledigen. Die Änderung kam tatsächlich schon letzten Sommer im Spiel, aber wie gesagt, ich habe seitdem keinen neuen Bunker-Guide mehr gemacht. Jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Das ist die neue Änderung auf jeden Fall im Spiel, um einfach noch mehr Geld mit dem Bunker verdienen zu können, aktiv sozusagen nebenher. Das ist eigentlich echt ganz cool. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig nice Methode. Cool, dass sie es reingemacht haben. Und wie viel Geld das dann wirklich ist, was man mit dem Bunker verdienen kann, mit beiden Möglichkeiten sozusagen, das schauen wir uns jetzt mal an und gehen rein in die Gewinnberechnung und in die möglichen Zahlen. Also, ihr habt euch Vorräte bestellt und diese sind dann nach etwa 2 Stunden, 20 Minuten vollständig verarbeitet und ihr könnt wieder zu eurem Bunker zurückkehren und von dort aus könnt ihr diese produzierten Waren dann für 210.000 Dollar nach Los Santos verkaufen. Das bedeutet, dass etwa 135.000 Dollar als Gewinn für euch übrig bleiben und das passiert dann sozusagen alle ungefähr 2,5 Stunden, würde ich mal sagen, um das mal vereinfacht für die Rechnung nachher zu haben. Die laufenden Kosten kommen natürlich noch hinzu, was den Gewinn auch noch schmälert, aber ich denke, die müssen wir jetzt nicht unbedingt in die Rechnung ins kleinste Detail mit einbeziehen. Das verdeutlicht die Sache eigentlich ganz gut, wenn ich sage, alle 2,5 Stunden machen wir 135.000 Gewinn. Damit kann man gut rechnen, denn das ist auch grob der Wert, der letztendlich auf eurem Konto landet. Es mag zwar jetzt nicht mega viel klingen, alle 2,5 Stunden 135.000 Dollar Gewinn, aber ihr macht ja auch wirklich nichts dafür. Ihr bestellt die Vorräte und dann 2,5 Stunden später macht ihr eine Verkaufsmission. Also es ist wirklich kein Aufwand. Also wie gesagt, wenn eure Vorräte dann fertig verarbeitet sind, geht ihr zum Bunker, bestellt dann am Laptop erstmal bereits die nächsten Vorräte für 75.000 Dollar und startet erst dann den Verkaufsvorgang. Da die Vorräte ja immer so 5 bis 10 Minuten brauchen, bis sie eintreffen, könnt ihr in der Zeit sozusagen schon mal die Verkaufsmission machen und dann geht es direkt fließend über. Wenn ihr es so wie beschrieben macht, könnt ihr einfach, wie gesagt, eure Verkaufsmission machen und dann nach 2,5 Stunden wieder zum Bunker gehen und das gleiche wiederholen und so weiter und so fort. Außerdem könnt ihr ja mittlerweile zwischendurch einfach alle 48 Minuten immer noch die Waffenteile für 50.000 Dollar wegbringen und auf jeden Fall nochmal schön zusätzlichen Gewinn reinholen. Und jetzt natürlich, was ich noch gar nicht so richtig hervorgehoben habe, das, was den Bunker wirklich solo-freundlich macht und von anderen, wie zum Beispiel den MC-Unternehmen abhebt, wenn ihr einmal diese 75.000 Dollar an Ware bestellt habt und sie vollständig verarbeitet sind, wird das Lager immer genau zu einem Viertel voll sein, also genauso, dass nie mehr als ein Verkaufsfahrzeug spawnt. Das habe ich am Anfang zwar schon kurz vielleicht erwähnt, aber ich will das hier nochmal halt verdeutlichen, Freunde. Das ist nämlich wirklich super praktisch, dass man nicht darauf achten muss, an einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen, sondern man weiß, man kauft für 75.000 Vorräte und dann hat man auch perfekt solo-freundlich 210.000, die man mit einem Fahrzeug verkaufen kann und das ist einfach richtig geil. Für mich ist es ein wirklich wichtiger Punkt, der oft irgendwie, finde ich, ein bisschen vergessen wird. Ihr könnt das ganze Unternehmen auf jeden Fall sehr gut in eure Money Grind Routine integrieren, mit anderen aktiven und passiven Unternehmen kombinieren oder eben auch mit den Verkäufen an Ammunition, logischerweise. Ich habe das zum Beispiel auch in meiner 10 Millionen Dollar am Tag Grind Routine schon so dargestellt. Schaut bei dem Video natürlich gerne vorbei, falls ihr Bock habt. Wenn ihr das Ganze eine Weile durchzieht, werdet ihr auf jeden Fall ordentlich Geld machen und ihr werdet auf jeden Fall auch das investierte Geld für den Bunker und die Verbesserungen wieder reinholen. Aber das Ganze dauert natürlich auch leider ein bisschen, denn ihr habt ja wirklich viel gezahlt am Anfang für den Bunker. Um das hier nochmal grob darzustellen, ihr habt ausgegeben für das ganze Business für den Bunker 1,65 Millionen, für das Ausrüstungsupgrade 1.155.000, für das Personalupgrade etwa 600.000. Also habt ihr etwa 3,4 Millionen erstmal investiert, als mindestes, dass das Bunker-Business passiv gut betreibbar ist. Und da muss ich ehrlich sein, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Es gibt mittlerweile echt genügend andere Unternehmen, die einen niedrigeren Einstieg haben und trotzdem mehr oder ähnlich viel Geld bringen, wie zum Beispiel das LSD-Labor. Das ist deutlich günstiger vom Einstieg und macht sogar mehr Geld passiv pro Stunde. Sollte man sich deswegen auf jeden Fall auch vorher holen. Das ganze Bunker-Business sollte dann sozusagen hier nur dazu dienen, einfach sein Passiv-Unternehmen-Repertoire noch zu erweitern, wenn man eh schon ein paar andere Unternehmen hat, wie die Agentur, wie die Kosatka, wie der Nachtclub oder auch, wie gesagt, das LSD-Labor. Und dann lohnt sich das Ganze auch langfristig auf jeden Fall. Gewinn machen werdet ihr auf jeden Fall 135.000 Dollar alle 2,5 Stunden. In diesen 2,5 Stunden könnte man theoretisch auch 3 von diesen Waffenteil-Verkaufsmissionen machen. Damit hätte man dann auch nochmal 150.000 Dollar obendrauf. Also insgesamt 285.000 Dollar in 2,5 Stunden, was auf die Stunde runtergerechnet alleine mit dem Bunker sozusagen einen Gewinn von 114.000 Dollar machen würde, wenn man den Bunker dann eben aktiv und auch passiv grindet. Dennoch sollte der Zeitaufwand sich eigentlich in Grenzen halten. Zwischendurch sollte man auf jeden Fall immer noch genügend Zeit haben, um andere Sachen zu erledigen, denn man muss eigentlich ja nur Vorräte bestellen, ab und zu Waffenteile verkaufen und am Ende eben Verkaufsmissionen mit den Kisten machen. Also das würde euch trotzdem nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen. Bei 114.000 Dollar pro Stunde würde das aber heißen, wenn ihr alles optimal grindet, also die Waffenteile regelmäßig verkauft und die Verkaufsmission alle 2,5 Stunden, dann wird euch das Ganze fast 30 Stunden Spielzeit dauern, bis ihr das Geld wieder drin habt und ab da würdet ihr erst sozusagen positiv rauskommen. Das Ganze natürlich ohne öffentliche Verkaufsboni gerechnet, aber das ist, muss man
ganz ehrlich sagen, einfach der einzige Nachteil vom Bunker meiner Meinung nach, dass eben die Einstiegskosten verhältnismäßig hoch sind, weil man eben diese zwei Verbesserungen auf jeden Fall braucht, um das Ganze hier passiv betreiben zu können mit Gewinn, was ja das normale Ziel ist von einem Unternehmen. Das ist zwar schade, aber es ist so, wir können es nicht ändern. Es ändert für mich aber auch letztendlich nichts daran, dass ich dieses Unternehmen hier jedem nur ans Herz legen kann. Nicht als erstes oder zweites Business, aber wenn ihr schon eine gute Unternehmensstruktur habt, könnt ihr damit auf jeden Fall euer Geld nochmal weiter investieren, um langfristig einfach passiv noch gut Geld dazu zu verdienen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das soll auf jeden Fall so grob mein Fazit zum Bunker-Business gewesen sein. Ich denke, es war wichtig, das Ganze hier nochmal ausführlich zu beleuchten. Hoffentlich das letzte Mal vor GTA 6. Hofft, dass ihr da nicht mehr groß was ändern in dem Business. Einfach, dass ihr die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall noch einen aktuellen Bunker-Money-Guide habt, der auch vollständig ist, logischerweise. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen hier mit diesem Video irgendwie weiterhelfen konnte. Falls das der Fall ist, freut mich das natürlich sehr. Gerne dann auf Ehre natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich wie immer sehr supporten. Wenn ihr mich noch mehr supporten wollt, dann folgt gerne, wie gesagt, rein auf Twitch und Instagram. Schaut gerne bei meinem Zweitkanal vorbei und joint unserem Discord, Freunde. Alle Links sind in der Videobeschreibung zu finden, wie immer. Checkt die alle gerne aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr es bis hierher gepackt habt. Danke für eure Watchtime, Freunde. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit in GTA. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.